liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer Pressekonferenz heute zu einem nach vielen Wochen erstmals Thema, das sich nicht mit Corona befasst. Ich begrüße auch alle, die uns heute zugeschaltet sind, zu dieser Pressekonferenz hier wieder im Ratssaal der Stadt Bonn. Es geht heute um den Rahmenplan zur Neuordnung der Bonner Bäderlandschaft. Das ist ein Thema, das die Stadtgesellschaft schon seit langem beschäftigt. Und die Verwaltung legt nun eine Vorlage vor, die zur ersten Lesung auf den Rat in der Sitzung am 7. Mai zulaufen soll. Wir wollen Ihnen heute die Inhalte skizzieren. Die Vorlage ist heute ins Allriss gestellt worden, ist also jetzt auch öffentlich zugänglich. Neben Herrn Oberbürgermeister Ashok Sridharan sind dabei die Sport- und Kulturdezernentin der Stadt Bonn, Frau Dr. Birgit Schneider-Bönninger, der Leiter des Sport- und Bäderamtes, Stefan Günther, der schreibt sich mit F. Dann haben wir auch dabei, da freue ich mich besonders, Vertreter des Stadtsportbundes, nämlich die erste Vorsitzende Ute Pilger und den Geschäftsführer Bernd Seibert. Und der Oberbürgermeister hat das Wort. Ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Hörig, und auch von meiner Seite einen schönen guten Tag an Sie alle und im Vorfeld schon mal ein herzliches Dankeschön an die heutige Gebärdendolmetscherin Frau Blatz dafür, dass sie das in die Gebärdensprache übersetzt. Frau Dr. Hörig hat es eben gerade schon gesagt, die Sitzungsvorlage zu unserem Vorschlag hinsichtlich der Neukonzeption der Bäder ist seit heute Morgen online. Das heißt, sie ist freigegeben, sie ist freigeschaltet. Diese Sitzungsvorlage ist noch nicht das Ziel, was wir uns für die Bäderlandschaft in Bonn erhoffen. Aber wir wollen mit diesem Vorschlag auf die Zielgerade einbiegen und sie dann auch gemeinsam erreichen. Und wenn ich gemeinsam sage, dann meine ich damit natürlich die Vertreterinnen und Vertreter des Sports und auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön für die konstruktiven Gespräche und guten Vorschläge, die auch seitens des Sports eingebracht worden sind, aber auch natürlich gemeinsam mit der Politik und gemeinsam mit der Stadtgesellschaft möchten wir hier dran arbeiten. Sie wissen alle und wir erinnern uns auch alle sehr gut an die wirklich jahrzehntelange Diskussion über die Zukunft der Bäder hier bei uns in Bonn. Wir wissen alle von den beiden Bürgerentscheiden, die wir erlebt haben, und zwar einmal hinsichtlich der Sanierung des Kurfürstenbades, andere und zum anderen hinsichtlich eines Neubaus im Wasserland, das sogenannte Wasserlandbad. Es ist daraufhin, hier in diesem Raum habe ich gesagt, nach dem zweiten Bürgerentscheid, dass ich den Bürgerwillen so verstehe, dass eben dezentrale Lösungen favorisiert werden, dass es ein ortsnahes Schwimmbad geben soll. Und es hat noch ein Bürgergutachten gegeben, das erarbeitet worden ist im vergangenen Jahr. Und auch in diesem Bürgergutachten sind ganz konkrete Handlungsempfehlungen gegeben worden. Wir haben aus dem Stadtrat den Auftrag gehabt, auf der Grundlage einerseits der Bürgerentscheide, die als verbindlich anzusehen sind, und aufgrund der Ergebnisse des Bürgergutachtens einen Vorschlag zu unterbreiten. Und mit dieser Vorlage möchten wir dem Auftrag aus dem Stadtrat nachkommen und Varianten bzw. Lösungen vorschlagen für die Neuordnung der Bäderlandschaft, die dann eben auch nachhaltig sein soll, damit wir für die nächsten Jahre und Jahrzehnte hier in Bonn ein Schwimmangebot anbieten können, das wohnortnah ist in jedem Stadtbezirk und das den Bedürfnissen für das Vereins, für das Individuelle, aber auch natürlich für das Schulschwimmen Rechnung trägt. Wir sehen in jedem Stadtbezirk ein Hallenbad vor. Und zwar möchte ich anfangen mit dem Stadtbezirk Bonn. Hier wird es zwei Alternativen geben, die Ihnen gleich von Frau Dr. Schneider-Bönninger und Herrn Günther vorgestellt werden. Und zwar einmal die Lösung am Standort des heutigen Freibads Römerbad, ein Kombibad zu errichten. Alternativ hierzu, optional, könnte man auch über die Sanierung des denkmalgeschützten Frankenbades nachdenken. Vor- und Nachteile werden Ihnen gleich dargestellt. Im Hartberg ist es so, dass wir da schon Beschlüsse haben zur Sanierung des Hartbergbades. Hier wollen wir prüfen, ob weitere Module dort integriert werden können in die Planung, die bereits vorliegt. In Bezug auf den Stadtbezirk Bad Godesberg schlagen wir vor,
das Kurfürstenbad an seiner jetzigen Stelle abzureißen und eben dort neu zu bauen. In welcher Form das passieren soll, erfahren Sie auch gleich. Und last but not least, für den Stadtbezirk Beuel wollen wir darüber nachdenken und prüfen, inwiefern sich ein Kombibad am jetzigen Ennertbad realisieren ließe, dort eben noch ein Hallenbad zu bauen und dafür dann die Beuler Bütt nach Fertigstellung des Hallenbades am Ennertbad abzureißen und dort eine Wohnbebauung zu ermöglichen für preiswerten Wohnraum. Mit diesem Vorschlag gehen wir am 7. Mai in erster Lesung auf die Politik zu. Die Politik ist heute auch informiert worden. Die sportpolitischen Sprecher sind eingeladen worden zu einer Informationsveranstaltung. Es wird am 7. Mai definitiv überhaupt keine Entscheidung erwartet, sondern es soll am 7. Mai zur Kenntnis genommen werden und soll dann in die Fachgremien verwiesen werden, nämlich in den Sportausschuss und in alle vier Bezirksvertretungen. Da soll dann die Beratung über das erfolgen, was in dieser Vorlage, mit dieser Vorlage vorgeschlagen wird. Und soll, wenn der Stadtrat dann entschieden hat, diesem Vorschlag so oder es sind auch alternative Vorschläge unterbreitet, in einer der Alternativen zu folgen, dann würden wir gerne Büros beauftragen mit einer Vorplanung, die dann Grundlage sein soll für eine Beschlussfassung über die konkreten Bäderprojekte. Es ist also ein Verfahren, das wir jetzt anstoßen wollen, das natürlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Aber wir wollen jetzt den Anstoß geben, weil wir eben einerseits die Situation der Bäder kennen, die Situation der Schwimmmöglichkeit bei uns in Bonn kennen und der Meinung sind, dass wir hier gemeinsam möglichst schnell nach einer Lösung suchen und diese auch finden müssen, die trägt, die nachhaltig ist und die das Schwimmen in Bonn wieder überall ermöglicht und einfach macht. Das soll es von meiner Seite erst einmal gewesen sein. Gebe ich jetzt zurück an Frau Dr. Hörig oder direkt weiter an Frau Dr. Schneider-Bönninger. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Sehr geehrte Damen und Herren, ja, ich freue mich sehr, dass wir Ihnen heute diesen Rahmenplan erstmals vorstellen können. Und Herr Srideran hat schon was zur Ausgangsposition gesagt, das möchte ich gerne noch ergänzen. Was uns ja unter den Nägeln brennt, ist, wir haben eine Situation bei den Bädern, die einfach einen akuten Handlungsbedarf bedeutet. Wir haben einen hohen Sanierungsstau und es gibt eine lange Vorgeschichte und wir meinen, dass es jetzt Zeit ist zu handeln. Und die letzte Station auf diesem Weg, Zwischenstation, war ja das Bürgergutachten, das wir sehr ernst nehmen und das auch Leitziele offeriert, die auch für uns eine Orientierung bedeutet haben, jetzt in der Konzeption. Ich nenne 5 Leitziele aus dem Bädergutachten, die für uns auch einen Rahmen darstellten. Dezentralisierung, Spezialisierung, das heißt der Wunsch nach Profilbädern, die Sicherung des Schulschwimmens, erweiterte Öffnungszeiten für die Allgemeinheit und Bäder als Begegnungsorte zu stärken. Wir waren jetzt angehalten, als Sportverwaltung konkrete Umsetzungsszenarien zu entwickeln und haben jetzt ein Konzept entwickelt, das die Bedarfe und Bedürfnisse verschiedener Nutzergruppen unter einen Hut bringt. Wir meinen damit, dass wir ein Konzept vorlegen, das sowohl den Breitensport, das Schulschwimmen und den Spitzensport gut abdeckt. Und für uns ist das nach Verabschiedung des Sportentwicklungsplans ein weiterer Meilenstein für die Sportstadt Bonn, der eben auch wichtige strategische Weichenstellung erstmal setzt. Also ich blicke immer sehr optimistisch davon und ich glaube, wir haben ja auch im konstruktiven Austausch mit dem Stadtsportbund und allen Beteiligten verspüren wir jetzt eine gewisse Aufbruchsstimmung. Also möchte ich auch gern dazu aufrufen, jetzt gemeinsam in diesen Aufbruch der Bäder zu gehen und optimistisch nach vorne zu blicken. Herr Günther stellt Ihnen gleich im Einzelnen diese verschiedenen Module aus diesem Konzept vor. Und wir möchten in einem maximal in den nächsten 10 Jahren, also in einem 10-Jahres-Paket, die Bäderlandschaft grundlegend modernisieren. Für uns sind die Bäder ein extrem wichtiger und zentraler Standortfaktor und auch die Visitenkarte einer Stadt und haben in den Quartieren und für das Miteinander eine große Bedeutung.
Ich nehme ein bisschen das Ergebnis vorweg, bevor ich überleite. Was ist der Mehrwert des Rahmenplans? Unsere Motivation, Zielsetzung und das Ergebnis. Ich nenne das die Big Five und nenne Ihnen jetzt 5 Punkte. Erstens, moderne, barrierefreie Profilbäder in den Stadtbezirken werden wir mit diesem Konzept schaffen. Zweitens, Sicherstellung und Optimierung des Schulschwimmens. Drittens, mehr Schwimmzeiten für alle, das heißt für Vereine, für Freizeitschwimmer und für Schülerinnen und Schüler. Mit Ausweitung der Öffnungszeiten. Viertens, klimafreundliche Bäder. Wir werden einen erheblich niedrigen Energieverbrauch erreichen und natürlich bei Neubauten auch nachhaltig bauen. Und fünftens, wir stärken die Wir-Kultur, weil wir Bäder als Begegnungsorte in den Quartieren weiter aufwerten werden. Am Ende erhoffen wir uns eine zukunftsorientierte Bäderlandschaft, die für Jahrzehnte Bestand hat und die attraktiv sein soll, zeitgemäß, verlässlich, nachhaltig und nachbarschaftlich. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir dieses Rahmenkonzept auch in einem gesellschaftlichen und politischen Konsens dann auf den Weg bringen würden. Der Oberbürgermeister hat es gerade gesagt, wir sind in den Startlöchern und je schneller wir in die Planung einsteigen, desto schneller können wir unsere Bäderlandschaft modernisieren und damit auch ein Stück Lebensqualität in Bonn erhöhen. Ich werde jetzt überleiten an den Leiter des Sport- und Bäderamts, Herrn Günther. Ja, herzlichen Dank und auch von mir. Schönen guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Frau Dr. Schneider-Bönninger hat die Big Five angesprochen und ich werde Ihnen jetzt quasi vorstellen, wie wir diese Big Five umsetzen wollen in den einzelnen Stadtbezirken. Dazu hat auch der Herr Oberbürgermeister eben schon grundlegend ausgeführt. Ich werde das jetzt so konkret machen, wie das heute schon möglich ist. Ich beginne mit dem Stadtbezirk Hartberg. Hier sind wir mit unserer Planung am weitesten. Es gibt schon einen Ratsbeschluss aus 2016, der die Sanierung des Hartbergbades vorgesehen hat. Wir haben eine modulare Vorentwurfsplanung vorliegen. Die Module 1 bis 3 haben wir im letzten Juli im Rat auch schon beschließen lassen. Die Module 1 bis 3 beinhalten die Sanierung des Hartbergbades im Bestand, den Anbau eines zusätzlichen Leerschwimmbeckens und die Sanierung des Freibades. Über diese Module hinaus hatte der von uns beauftragte Planer auch weitere Module entwickelt. Ich nenne die Module 4 bis 7. Diese Module sehen eine Erweiterung des Bades um einen Familienbereich vor, nämlich mit einem Kursbecken, einem Kinderbecken, einer Gastronomie und einer Ganzjahresrutsche. Das sind die Module 4 bis 7. Diese Module haben wir in den Planungszellen vorgestellt, die ja im Rahmen der Bürgerbeteiligung getagt haben. Und die Empfehlungen der Bürgergutachterinnen und Bürgergutachter war dort eindeutig und man hat empfohlen, diese Module auch zu realisieren. Deshalb schlagen wir der Politik auch diesen Prüfauftrag vor, jetzt aus dieser Planung für das Hartbergbad die Module 1 bis 7 zusammenzufassen und daraus eine Entwurfsplanung vorzulegen. Damit wird das Hartbergbad somit ein Familienbad, enthält das Profil eines attraktiven und auch ganzjährig nutzbaren Familienbades. Wir wollen dadurch insbesondere für die Familien in Bonn ein Wasserangebot, ein Schwimmangebot schaffen und dafür halten wir den Ort des Hartbergbades für prädestiniert. Wir haben in unserer Beschlussvorlage auch zu den jeweiligen Maßnahmen auch schon einmal einen Kostenrahmen genannt. Das sind aus heutiger Sicht Annahmen. Für das Hartbergbad haben wir bereits eine Kostenschätzung vorliegen und die Realisierung dieser Module 1 bis 7 wird Kosten in Höhe von rund 30 Millionen Euro auslösen. Ich komme dann zum Stadtbezirk Bad Godesberg. Das hat der Oberbürgermeister eben auch schon erwähnt. Dort wollen wir uns einen Prüfauftrag geben lassen auf dem Grundstück des ehemaligen Kurfürstenbades, quasi nach vorherigem Abriss einen Neubau entstehen zu lassen.
aber nicht einen Neubau, sozusagen, der das Kurfürstenbad 1:1 ersetzt, sondern wir wollen in diesen Neubau zusätzliche Wasserfläche auch integrieren. Insbesondere soll eben ein Leerschwimmbecken angesetzt werden oder errichtet werden, weil wir nach vielen Rückmeldungen eben aus den Schulen das Gefühl haben, dass die Schülerinnen und Schüler immer, dass die Schwimmfähigkeit also immer schlechter geworden ist in den letzten Jahren und die Schulen brauchen zur Erteilung des Schulschwimmunterrichtes neben einer normalen Bahn auch immer ein Leerschwimmbecken. Das war bislang im Kurfürstenbad nicht vorhanden und deshalb schlagen wir vor, zu dem Mehrzweckbecken, welches über mindestens 5 Bahnen verfügen soll, eben auch noch ein Leerschwimmbecken dort vorzusehen. Außerdem stellen wir uns eine Profilierung Richtung Gesundheitsbad vor und auch das Paul-Magar-Mosaik, das soll vor dem Abriss sozusagen ausgebaut und dann auch für eine neue Verwendung gesichert werden. Auch hier haben wir eine Kostenannahme mal getroffen und gehen aus heutiger Sicht für dieses Neubaukonzept von Kostenhöhe von rund 15 Millionen Euro aus. Wir planen allerdings auch Fördermittel zu generieren. Die Maßnahme des Bades ist eine der Maßnahmen aus dem integrierten Stadtentwicklungskonzept für Bad Godesberg und wir beabsichtigen deshalb zu einem frühestmöglichen Zeitpunkt dann auch Städtebauförderungsmittel zu beantragen. Wenn der Neubau dort errichtet ist, würde die Traglufthalle über dem Freibad Friesdorf, die ja im Moment das Kurfürstenbad quasi ersetzt bzw. kompensiert, würde dann nicht mehr benötigt werden und wir würden diese Halle dann abbauen und dann auch nicht mehr weiter verwenden. Ich komme dann zu dem Vorschlag für den Stadtbezirk Beuel. Dort wollen wir uns einen Prüfauftrag erteilen lassen, der so aussieht, nämlich am Standort des Ennertbades ein Hallenbad zu errichten mit einem Mehrzweckbecken und einem Leerschwimmbecken. Das hätte den Vorteil, dass wir am Ennertbad ein Kombibad entstehen lassen könnten, so wie wir es jetzt ja schon am Hartbergbad haben. Ein Kombibad bietet eben den Vorteil zusätzlicher Nutzung. Insbesondere könnte dann eben auch das Hallenbad im Sommer über betrieben werden für Schulen, für Vereine, aber auch für die Öffentlichkeit, sodass wir quasi durch die Verlagerung der Schwimmfläche auch eine zusätzliche Nutzung gewinnen. Hierzu ist erforderlich eine Änderung des Bebauungsplans. Das ist bislang dort auf dem Gelände nicht vorgesehen. Deshalb müssen wir den Bebauungsplan ändern. Und wir müssen eine Verträglichkeitsprüfung vornehmen im Hinblick auf das angrenzende FFH-Gebiet. Die Beuler Bütt würde so lange betrieben werden, bis das neue Bad am Ennertbad errichtet worden ist. Und dann könnte die Beuler Bütt abgerissen werden, zuerst mal geschlossen, dann abgerissen werden. Und auf dem Grundstück könnte dann geförderter Wohnungsbau entstehen. Die Veräußerungserlöse für dieses Grundstück würden wir dann in die Gesamtfinanzierung für dieses neue Bäderkonzept eben mit integrieren. Dann noch der Stadtbezirk Bonn, der größte Stadtbezirk, der die meisten Wasserflächen auch hat. Hier wollen wir 2 Varianten prüfen. Die erste Variante ist der Neubau eines Wettkampfbades am Römerbad mit mindestens 8 Schwimmbahnen. 8 Schwimmbahnen insbesondere deshalb, weil nach der Kategorisierung des Deutschen Schwimmverbandes 8 Bahnen erforderlich sind, um auch hochkarätige Wettkämpfe, Schwimmwettkämpfe durchführen zu können, insbesondere auch von nationaler Bedeutung. Das erfordert die Kategorie B und dafür werden 8 Bahnen benötigt. Ein solches Bad haben wir in Bonn derzeit nicht. Die Wettkämpfe, die im Moment quasi die hochkarätigen Wettkämpfe, die im Moment stattfinden, tragen wir im Frankenbad aus. Dort stehen 6 Bahnen zur Verfügung. Das wird so lange quasi akzeptiert, weil das Bad quasi unter Bestandsschutz steht. Aber wir brauchen künftig, wenn wir denn in Bonn als Sportstadt auch weiter Schwimmwettkämpfe austragen wollen, mindestens ein Bad, welches über mindestens 8 Schwimmbahnen verfügt. Es gibt mehrere Varianten, wo dieses neue Schwimmbad am Römerbad entstehen könnte. Denkbar wäre die Liegewiese, denkbar wäre aber auch auf den Parkplatz zu gehen.
Das wird der weitere Prozess ergeben, was dort der geeignete Standort wäre. Wir werden auch für diese Maßnahme den Bebauungsplan ändern müssen. Und da sich das Römerbad im Überschwemmungsgebiet befindet, werden wir auch dieses mit betrachten müssen und einer gesonderten Prüfung unterziehen müssen. Aus heutiger Sicht gehen wir für diese Maßnahme von voraussichtlichen Gesamtkosten von bis zu 30 Millionen aus. Das ist darin einfach begründet, dass wir hier ein Bad mit einem deutlich größeren Umfang schaffen sollten, nämlich mindestens mit einem Sportbecken, mit einem Mehrzweckbecken, mit einem Leerschwimmbecken, um eben dann die Funktion, die bislang das Frankenbad hatte, eben dort komplett zu ersetzen und sogar noch Mehrwerte zu schaffen, indem dort 8 Bahnen vorgesehen sind. Wenn dieses Bad errichtet würde, dann würden wir auch den Schwimmbetrieb im Frankenbad einstellen. Das Frankenbad könnte dann quasi umgenutzt werden, umgewandelt werden in eine öffentlich zugängliche Sport- und oder Kultureinrichtung. Auch das wird dann im weiteren Verlauf noch zu prüfen sein. Die zweite Variante für den Stadtbezirk Bonn ist, auch das hatte der Oberbürgermeister eben schon angesprochen, die Generalsanierung des Frankenbades anzusetzen. Das Frankenbad hat einen sehr hohen Sanierungsstau. Es stammt wie alle anderen Bäder aus den 60er Jahren. Die Technik ist sehr überholt und das Frankenbad steht unter Denkmalschutz. Und bei einer Generalsanierung des Frankenbades würden wir gleichzeitig auch die städtebaulichen und quartiersbezogenen Funktionen, die dieses Bad hat, mit berücksichtigen. Das betrifft also insbesondere auch die Gestaltung des Vorplatzes. Es würde auch das Atrium betreffen. Es müsste dort ein separater Zugang sozusagen auch errichtet werden, um auch das Atrium mehr mit Quartiersfunktionen auszustatten. Und es wäre zu prüfen, in welchem Umfang das Sportbecken auf mindestens 8 Schwimmbahnen erweitert werden könnte. Denn, das hatte ich gesagt, es steht unter Denkmalschutz. Und wir würden schauen, unter den Rahmenbedingungen des Denkmalschutzes, ist dort eine Erweiterung auf 8 Schwimmbahnen möglich. Auch das würde der weitere Prozess dann ergeben. Angesichts des hohen Sanierungsstaus, der Anforderungen aus dem Denkmalschutz, würden wir hier aus heutiger Sicht annehmen, dass Kosten in Höhe von bis zu 35 Millionen für diese Maßnahme entstehen würden. Auch hier ist mit Fördermitteln zu rechnen. Die Sanierung des Gebäudes würden wir über den Masterplan Innere Stadt auch zur Förderung anmelden. Eine weitere Maßnahme würden wir dann auch noch im Stadtbezirk Bonn zur Prüfung vorschlagen. Wir haben noch ein weiteres Schwimmbecken, nämlich die Schwimmhalle im Sportpark Nord. Das einzige Schwimmbecken, was über eine Länge von 50 Meter verfügt. Auch hier besteht Sanierungsstau. Insbesondere die Lüftungsanlage muss zwingend modernisiert werden. Deshalb ist auch hier eine umfassende Modernisierung erforderlich. Wir wollen im Zuge der Sanierung auch eine behindertengerechte Erschließung schaffen. Im Moment ist das Bad quasi nicht behindertengerecht erschlossen. Das wollen wir verändern. Wir würden dann im Zuge der Sanierung auch vorschlagen, zusätzliche Umkleidekapazitäten zu schaffen. Das ist im Moment dort das Nadelöhr quasi auch in dem Becken. Und wir würden eine Ergänzung um ein weiteres Leerschwimmbecken vorschlagen. Das insbesondere deshalb, weil wir viele Schulen in dem 50-Meter-Schwimmbecken derzeit haben, die dort unter den jetzigen Rahmenbedingungen nicht wirklich optimal das Schulschwimmen erteilen können. Das hatte ich eben schon gesagt. Die Schulen brauchen quasi immer eine Bahn und in Ergänzung dazu ein Leerschwimmbecken. Und wir würden diese Möglichkeit der Sanierung nutzen, ein weiteres Leerschwimmbecken dort zu integrieren im Sportpark Nord. Auch da haben wir schon eine erste Kostenprognose vorliegen. Wir nehmen hier im Moment für diese Maßnahmen Erweiterungen, Umkleidekapazitäten, Barrierefreiheit, Kostenhöhe von rund 15 Millionen an. Dann haben wir noch eine Maßnahme, die ist temporär ausgerichtet und die hängt aber von mehreren Faktoren ab. Wir haben die Situation in Bonn, dass wir im Moment gerade ausreichend Wasserfläche haben, um das Schulschwimmen sicherzustellen. Wir haben das im vergangenen Jahr sorgfältig bewertet und analysiert und haben auch die lehrplanmäßigen Bedarfe der Schulen erfasst. Und danach haben wir festgestellt, wir benötigen die Wasserfläche, die wir jetzt haben. Das bedeutet,
dass wir im Falle von Sanierungsmaßnahmen für die Bäder, die wir in die Sanierung nehmen, auch eine Ausweichschwimmfläche schaffen müssten, weil sonst andernfalls das Schulschwimmen ausfallen müsste. Und es wird Konstellationen geben, wenn der Sportpark Nord, die Schwimmhalle, saniert wird und wenn die Generalsanierung des Frankenbades in Betracht kommt, dass wir dann Ausweichschwimmfläche schaffen müssten und wir würden dafür ein temporäres Schwimmbad errichten. Dafür prüfen wir schon derzeit geeignete Standorte und würden dann zu einem späteren Zeitpunkt diese Standorte vorschlagen, würden dann auch mit vorschlagen, wie ein solches temporäres Bad möglicherweise auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmals verwendet werden kann. Auch hierfür haben wir jetzt schon Kosten angesetzt in unserer Rahmenplanung und würden für diese temporäre Maßnahme, wenn sie denn dann erforderlich ist, Kosten in Höhe von 10 Millionen ansetzen. Zur Vervollständigung auch noch zwei Sätze zu den Freibädern. Auch dazu haben wir uns in der Vorlage verhalten. Wir sind der Auffassung, dass die Standorte der Freibäder alle erhalten bleiben sollten und demzufolge auch saniert werden müssen. Auch für die Sanierung der Freibäder würden wir in unserer mittelfristigen Finanzplanung dann Sanierungskosten vorsehen. Und unterm Strich kalkulieren wir das im Moment mit rund 5 Millionen. Jetzt sind einige der Maßnahmen darauf ausgerichtet, dass wir zusätzliche Wasserflächen schaffen, nämlich am Hartbergbad, in Bad Godesberg und auch im Sportpark Nord, sozusagen zusätzliche Leerschwimmbecken. Wir würden zur Kompensation dieser Maßnahmen vorschlagen, die Leerschwimmbecken in den Schulgebäuden dann zu schließen, wenn diese Wasserflächen errichtet sind. Dadurch, durch diese Integration der Wasserflächen in die öffentlichen Bäder, wird es für alle Nutzer erhebliche Mehrwerte geben, nämlich insbesondere auch für die Vereine und für die Öffentlichkeit. Denn im Moment stehen diese Leerschwimmbecken in den Schulgebäuden nur während der Schulzeiten zur Verfügung, also nicht am Wochenende und auch nicht in den Ferien. Und durch die Integration in die öffentlichen Bäder können diese Flächen dann also auch im Rahmen der Öffnungszeiten mitgenutzt werden, sodass wir da erhebliche Mehrwerte für alle Nutzer sehen. Insgesamt wird dadurch quasi die Schwimmfläche nicht vergrößert in Bonn, sondern wir wollen die Schwimmfläche, die wir haben, sozusagen intelligent neu verteilen und dadurch eben letzten Endes für alle Nutzer dann deutliche Mehrwerte schaffen. Das soll es von mir aus erstmal gewesen sein. Bevor jetzt Frau Pilger hier ans Mikrofon tritt und aus ihrer Sicht auch noch etwas sagen wird, möchte ich noch mal darauf hinweisen. Herr Günther hat es mehrfach deutlich gemacht. Also die Zahlen hinsichtlich der Kosten für die Bäder, die in der Vorlage drinstehen, das sind tatsächlich reine Annahmen. Die sind ermittelt auf der Grundlage von Bädern, die in anderen Städten jetzt gerade fertiggestellt oder saniert worden sind. Wir haben auch die Informationen, die wir aus der Planung des Wasserlandbades bekommen haben, weil es da ja schon eine Kostenschätzung gab, noch einmal herangezogen. Aber das sind reine Annahmen, weil die Kosten, die sollen jetzt ermittelt werden. Das ist Gegenstand der Vorlage, dass wir nämlich eine Vorplanung bekommen, eine Vorplanung erstellen lassen, auf deren Grundlage dann eine erste Kostenschätzung erfolgen kann. Insofern bitte ich, das bei der Berichterstattung auch genau so darzustellen. Völlig klar ist uns auch, und das hatte Frau Schneider-Bönninger gesagt, dass wir ja einerseits mit dem Sportentwicklungsplan ja schon einen großen Schritt weitergekommen sind, was die Sportanlagen in unserer Stadt anbelangt. Und auch da hatten wir schon gesagt, dass wir in den nächsten Jahren dafür 150 Millionen an Mitteln zur Verfügung stellen, um die Sportanlagen wieder in einen vernünftigen Zustand zu versetzen. Darin nicht enthalten sind die Mittel, die wir brauchen, um dieses Bäderkonzept umzusetzen, um diese Rahmenplanung für die Bäder umzusetzen. Dafür brauchen wir zusätzliche Mittel im Haushalt. Und wie hoch diese sein müssen, das soll eben ermittelt werden auf der Grundlage der Vorplanung und der Kostenschätzung. Jetzt, Frau Pilger, haben Sie das Wort. Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister.
Ja, ich denke, wir stehen jetzt einmal wieder hier und machen uns Gedanken über ein Bäderkonzept. Jeder weiß, dass wir ja gerade der Stadtsportbund doch sehr um unser Wasserlandbad gekämpft haben, aber wir haben dann letztendlich auch verstanden, dass in Bonn doch eher eine quartiersbezogene Bäderlandschaft gewollt ist und haben uns diesen Gedanken natürlich angeschlossen. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal bedanken für die konstruktive Zusammenarbeit mit Ihnen, Herr Oberbürgermeister, aber ganz besonders mit Herrn Günther und Frau Schneider-Bönninger, weil ich denke, alles das, was uns als Stadtsportbund und sehr wichtig ist, finden wir in diesem Konzept wieder. Für uns ist es vor allen Dingen wichtig, dass wir eine funktionale Bäderlandschaft haben. Für uns sind Standorte eher zweitrangig. Für uns ist es wichtig, dass sich sowohl das Vereinsschwimmen wie auch das Wettkampfschwimmen wiederfindet. Für uns ist es aber auch sehr wichtig, weil kein Vereinsschwimmen ohne gutes Schulschwimmen. Also müssen wir beides sehr gut miteinander verbinden können. Wir müssen mit den Schulen kooperieren. Dafür brauchen wir mehr Lehrbecken. Uns ist aber auch wichtig, dass eine Barrierefreiheit hergestellt wird. Dies ist im Moment in keinem Bonner Bad möglich. Das heißt, es kann also auch kein paraolympischer Schwimmsport stattfinden. Meine und unsere ganz große Befürchtung ist aber jetzt, auch wenn wir jetzt mal einen ganz anderen Weg gewählt haben, nämlich dieses Konzept sehr früh öffentlich gemacht haben, wir uns alle bemühen, gemeinschaftlich zusammenzuarbeiten, ist es mir aber ganz wichtig, nochmal einen Appell an die Politik zu geben. Es darf jetzt nicht, bitte nicht bei diesem Prüfauftrag bleiben, sondern es muss jetzt wirklich etwas passieren. Für die Bäder ist es nicht 5:05, für die Bäder ist es weit nach 12 Uhr. Und wir müssen alles gemeinsam versuchen zu schaffen, dass wir für Bonn eine moderne, zukunftsorientierte Bäderlandschaft haben. Das ist für uns im Moment das Allerwichtigste. Dafür stehen wir gerne als Gesprächspartner bereit und werden uns auch einsetzen, eine gemeinschaftliche Lösung zu finden. Vielen Dank. Ja, vielen Dank an alle Informanten. Jetzt Ihre Fragen bitte. Herr Weller. An wen richtet sich Ihre Frage? Oh ne, sagen Sie sie erstmal, dann gucken wir. Ja, ich möchte einfach wissen, was der Rat denn entscheidet jetzt am 18.06., dass Sie einen Prüfauftrag kriegen, oder? Ja. Kann man mit einem schlichten Ja beantworten. Ja, ist ja gut. Ich bin auch schlicht, finde ich gut. Ja. Dann noch eine zweite kurze Frage. Wenn alles gelaufen ist, Prüfauftrag ist erledigt und irgendwann haben Sie dann Ihr endgültiges Konzept stehen, gibt es dann wieder die Möglichkeit Bürgerbegehren, Bürgerentscheid? Also zu Ihrer ersten Frage, ja, es soll Prüfauftrag erteilt werden, allerdings sehr konkret, genau bezogen auf die Vorschläge, die Herr Günther eben gerade vorgestellt hat, soll eine Vorplanung erfolgen und eine Kostenermittlung, die dann Grundlage wird für die Beschlussfassung, die auf jeden Fall noch erforderlich sein wird. Und es ist so, wie bei allen Beschlüssen, kassatorische Bürgerbegehren sind da auch möglich, natürlich. Aber deswegen haben wir ja versucht, all das, was uns aus der Bürgerschaft mit auf den Weg gegeben worden ist, sowohl in den bisherigen Bürgerentscheiden als auch in den Bürgergutachten unter Einbeziehung des Sports, unter Einbeziehung all derjenigen, die etwas dazu beitragen können, jetzt genau diesen Rahmenplan vorzustellen und wir werden den auch weiter mit den Interessengruppen diskutieren, aber eben auch in den jeweiligen Bezirksvertretungen und im Sportausschuss. Und insofern wird es da sicherlich noch Ergänzungen, Änderungen geben, die dann einfließen sollen in die konkreten Aufträge, die wir erteilen wollen. Und auch da steht in der Vorlage zu drin, es ist, glaube ich, Beschlussvorschlag 2, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass eben eine Vorplanung gemacht werden soll, und zwar auf der Grundlage der Grundstücke, die ja von Herrn Günther benannt worden sind und geguckt werden muss, brauchen wir dazu tatsächlich noch eine Bebauungsplanänderung, gibt es das Baurecht, wie ist es mit den Retentionsflächen, also all das berücksichtigt, was Herr Günther eben gerade vorgestellt hat. Gibt es weitere Fragen hier aus der Runde? Aus der Runde scheint das im Moment nicht der Fall zu sein. Ich habe aber noch online eine Frage. Doch, Herr Weller hat noch eine. Pardon. Kurze Frage natürlich, ich muss sie ja stellen, wenn sie auch nicht beantwortet werden kann natürlich. Wo nehmen Sie das Geld denn her? Den Esel im Keller haben wir noch nicht gefunden und wir spielen auch kein Lotto, das dürften wir auch gar nicht. Nein, also die Mittel müssen eben, erstmal müssen genau untersucht werden, ermittelt werden, was kosteten denn die Alternativen. Und dann muss der Stadtrat darüber entscheiden, die Mittel müssen dann zusätzlich zur Bäderpauschale im Haushalt bereitgestellt werden. Und
Wir reden ja jetzt nur über Annahmen. Das heißt, es ist definitiv noch zu früh, über irgendetwas in summa summarum zu sprechen. Und Herr Günther hat ja auch darauf hingewiesen, dass unter bestimmten Konstellationen dieses Ersatzbad nicht erforderlich ist. Also das werden wir alles noch abwarten müssen. Aber dann wird die logische Konsequenz sein, dass die Mittel im Haushalt bereitgestellt werden. Zunächst einmal die Planungsmittel, aber dann vor allem auch die Baumittel. Und das wird eine Herkulesaufgabe, aber genau dieser Herkulesaufgabe müssen wir uns stellen. Sie wird nicht besser dadurch, dass wir sie weiter vor uns herschieben. Ja, danke. Herr Oberbürgermeister, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Möglicherweise habe ich es überhört, eine Kostenschätzung für Beuel, wurde die genannt oder? Ja. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, Herr Franz, es ist keine Kostenschätzung. Es sind reine Annahmen und die wurden genannt von Herrn Günther. Herr Günther, wenn ich das richtig mitbekommen habe, 20 Millionen Euro. Und das ist aber eine reine Annahme. Die Kostenschätzung, die muss erst noch erfolgen auf der Grundlage der Vorplanung. Also da bitte ich auch wirklich darum, das so deutlich zu machen in Ihrer Berichterstattung. Wir haben keine Schätzung. Noch eine Nachfrage, Herr Söderan. Gibt es denn auch auf Grundlage Ihrer parteipolitischen Sensorik möglicherweise schon Tendenzen, wie die Stimmungslage in den Fraktionen des Rates ist? Da hat es bereits erste Erörterungen mit Koalitionsvertretern oder dergleichen gegeben. Also ich sagte ja eben, dass die sportpolitischen Sprecher heute Morgen zu einer Informationsveranstaltung eingeladen waren, an der ich aber selber nicht teilnehmen konnte. Da könnte ich das Mikrofon weitergeben an Frau Dr. Schneider-Bönninger, die selber dabei war. Birgit, das kannst du aber bestimmt vom Platz. Also, aber hier sieht man dich. Ja, wir hatten heute Morgen eine Runde mit den sportpolitischen Sprechern und mit den Fraktionsvorsitzenden und haben die Eckpunkte präsentiert und hatten eine erste konstruktive Diskussion. Und es geht ja dann in den politischen Umlauf erst dann ab 7. Mai und dann geht es ja los in den ganzen Ausschüssen und ich denke, dann wird auch sehr konstruktiv diskutiert werden. Ich hätte noch zwei Verständnisfragen. Zum einen zum Römerbad. Verstehe ich Sie dahingehend richtig, dass das bestehende Römerbad um einen Erweiterungsbau ergänzt werden soll nach dem Prüfauftrag? Okay, danke. Und die Sache mit den Leerschwimmbecken in den Schulen, könnten Sie das vielleicht nochmal klarstellen? Hatte ich das dahingehend richtig verstanden, dass die bestehenden Leerschwimmbecken in Schulen dann geschlossen werden sollen, um sie in die neuen Bäder zu integrieren? Ja, okay. Ja, also so, Sie haben schon erfasst, das ist das Konzept, die bestehenden Leerschwimmbecken in den Schulen zu schließen und dann in die öffentlichen Bäder zu integrieren, weil wir einfach damit die Bahnzeiten und die Schwimmzeiten optimieren und für die Öffentlichkeit dann bessere Öffnungszeiten ermöglichen können. Und wir gucken, ob wir unter Umständen ein Leerschwimmbecken aber noch in der Zukunft behalten. Wir sanieren gerade noch ein Leerschwimmbecken auch, aber im Prinzip das Große, also bestimmt wird die größte Zahl an Leerschwimmbecken eben dann geschlossen werden, weil das einfach viel mehr Vorteile hat in öffentlichen Bädern. Römerbad? Achso, Römerbad war, genau. Also es wird zusätzlich halt geschaffen, entweder die Fläche muss noch justiert werden. Wir haben zwei Optionen, das prüfen wir jetzt. Ich habe noch die zusätzliche Frage von den Kollegen von Radio Bonn-Rhein-Sieg in diesem Zusammenhang, in welchen Schulen es überhaupt noch Schulschwimmbecken gibt. Ja. Also die Frage zu den Leerschwimmbecken. Wir betreiben als Stadt Bonn derzeit 6 Leerschwimmbecken in den öffentlichen Schulen. Das sind folgende. Das ist das Leerschwimmbecken im Konrad-Adenauer-Gymnasium, was übrigens derzeit gerade saniert wird. Das ist das Leerschwimmbecken in der Bodelschwing-Schule. Dann haben wir im Stadtbezirk Hartberg Leerschwimmbecken in der Derletal-Schule, in der Ludwig-Richter-Schule und in der Königin-Juliana-Schule. Und dann gibt es noch das Leerschwimmbecken in der Rheinschule. Das sind also insgesamt 6 Leerschwimmbecken.
Das Lehrschwimmbecken in der Königin-Juliana-Schule ist aufgrund seiner Größe kaum als Lehrschwimmbecken zu betrachten, es eher als Therapiebecken anzusehen. Von daher ist das in unserem Konzept jetzt nicht mit berücksichtigt. Das Lehrschwimmbecken im Konrad-Adenauer-Gymnasium, welches gerade saniert wird, wird auch in einem künftigen Bäderkonzept zwingend benötigt als ein solches, aber die anderen vier Lehrschwimmbecken, die wären durchaus verzichtbar, weil wir diese Fläche, die wir dort haben, eben dann integrieren in die öffentlichen Bäder. Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen mehr aus der Runde. Ja, dann bedanke ich mich herzlich. Sie bekommen nachher von uns eine sehr ausführliche Pressemeldung, wo das alles nochmal zusammengefasst ist. Und wünsche Ihnen allen einen schönen Tag. Und jene, die sich für das Thema Corona interessieren, lade ich jetzt schon ein um 13.15 Uhr an derselben Stelle zu unserer heutigen Pressekonferenz. Vielen Dank und einen guten Tag.